weißt das jetzt? Ja. Okay. Tschüss. Schönen Tag noch. Hey. Ist okay. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin. Nach der heutigen Hauptverhandlung steht zu meiner tiefsten Überzeugung fest, dass Thomas Meinecke am frühen Morgen des 24. Juli Stella Leverenz brutal überfallen und ausgeraubt hat. Ich weiß nicht, an welcher Verhandlung Sie teilgenommen haben, Herr Staatsanwalt. Wie meinen Sie das? Das wissen Sie doch ganz genau. Tiefe Überzeugung, wenn ich diese pathetische Formulierung schon höre. Sie kommen an den Fakten nicht vorbei. Fakten? Welche Fakten haben wir denn? Nehmen Sie Dave! Vorbestraft! Wegen einstiegiger Gewaltdelikte. Das hätte ich nicht von Ihnen erwartet. Die Unschuldsvermutung gilt doch auch für die Zeugen. Oder den hier, der brave Markus. Mit den heiligen Samariter. Hat kein Blut, sind zu empfindsam. Aber genau das ist es. Er kann das nicht ertragen, dass ihn seine Freundin wegen eines Mädchens sitzen lässt. Und dann rastet er aus. Lassen Sie doch die Eifersucht aus dem Spiel. Sie haben zu viele schlechte Soaps im Fernsehen gesehen. Markus ist ein anstrengender junger Mann, davon konnten wir uns heute alle überzeugen. Dass er Stella geschubst hat, geschah ohne Körperverletzungsabsicht. Und war wahrscheinlich sein einziger Ausrutscher. Einziger Ausrutscher? Wie niedlich formuliert, Herr Staatsanwalt. Dafür war mit heftigen Folgen. Nehmen wir doch einfach mal den Angeklagten. Jede Menge belastender Fakten. Der unschuldige Thomas Meinecke kann keiner Fliege etwas zuleide tun, ist einfach zu geschockt. Hält sich Ohren und Augen zu, wenn jemand anders zusammengeschlagen wird. Aber der gleiche Thomas Meinecke fühlt sich wenig wieder auf wie Rambo. Brüstet und prahlt sich und das ohne realen Hintergrund. Frau Kollegin, das ist lebensfremd. Lebensfremd? Vielleicht in Ihren Kreisen, Herr Staatsanwalt. Sascha, Molly, Flo, das sind die Lebenskreise von Tom. Hier muss er sich beweisen. Und wer sich nicht an die Spielregeln hält, dem wird die Nase gebrochen, nicht wahr, Dave? Na und, wer sich in Gefahr begibt? Gilt das Ihrer Ansicht nach auch für das Opfer? Im Namen des Volkes ergeht das folgende Urteil.